Herzlich willkommen zur heutigen Folge auf der Karte Info Thüringen. Wir fahren etwas Holz weg. Oh, das ist die Karte geworden. Ja, gleich vorweg. Danke fürs alles, fürs Reinschauen. Auch für den einen oder anderen Like freue ich mich auch. Sag mal danke für. Natürlich freue ich mich auch über ein Abo, auch ein Danke dafür. Aber am liebsten freue ich mich, wenn ihr wieder reinschauen wird. Ne? Ob ein Abo oder nicht, ist auch egal. Hauptsache wird geschaut. So, komm, okay. Also heute machen wir mal Holz. Und nebenbei sehen wir noch ein bisschen auf dem Feld 12 Gerste aus. Da ist er noch bei, wie es aussieht. Ist noch nicht ganz fertig. Laut Karte, Gerste, 33, ja, reicht noch. Pflanzenschutz 50%. Wir arbeiten fleißig. Vor 11 in 4 Stunden beginnt die große Ernte, also übernächste, also praktisch in 14 Tagen. Wir können auch nachher auf 5 einstellen, das können wir machen. Wenn die Aussaat durch ist, nachher kann man sagen: Okay, es ist keine Gefahr für unterschiedliche Wachstumsstufen, dann können wir auch auf 5 gehen. Kurve ist heftig, aber das LKW wird es ja packen, aber das haben Angst, und kippt mir um. Jo, 30.000, das ist schön. Aber mit 6,6 geht mehr Holz drauf. Da kann man. Ah. Entschuldigung. Was soll ich machen, wenn ich juck, ne? So, nächste Kugel. Wir müssen mal schauen, was so die anderen Sachen bringen. Bisschen Kohle reinkommt. Mal ganz kurz Kontrolle machen bei unseren Mitfahrern hier. Der mit der Sämaschine. Oh. Ja, das ist immer noch mächtig heftig. Ah, da fährt er ja. Ich denke mal, ist auch fertig. Mal gleich mal rüber gucken. Gut aus, ne? Ich habe den Trick nebenbei. Zeit läuft. Gut. Kann ich gleich mal bearbeiten nachher. So, dann morgen ist für Juli. Wahnsinn. Jetzt geht die Zeit Richtung Winter. Halbes Jahr weiter und das ist, naja, weiß, vielleicht. Kann sein, muss es sein. Aber möglich ist es.
meine Mühe mit dem Gras aussehen, in Anführungszeichen, im Arsch. Ganz vorne ganz gut. Aber methodisch hat er auch dann funktioniert. Ich da mal dabei, weil es letztes Mal hat nicht geklappt. Weil ich kann nicht. Aber wahrscheinlich ist das so jetzt bei Cosplay. Bei der jetzigen Version. Keine Ahnung. Ich habe gestern runtergeladen. Hier auch. So lange, lange rückwärts fährt. Aber der Traktor hat allgemein so einen kleinen Wenderadio. So ein bisschen. Was sind die eigentlich für die Feldarbeit an den Geräten anstatt? Zum Beispiel. Mehr in die Richtung hier mit Kette. Aber was anderes. Wir haben entsprechend Leistung. Na, das kann man mal kurz gucken hier. Das ist so ein schöner Fan mit Kettenantrieb. Kann man bis zu 430 PS. Da kann du einiges ziehen. Ne? Macht zwar auf der Straße nur 40 km/h, aber fürs Feld reicht es ja. Ne? Vielleicht hat er auch einen anderen Wenderadius, weil er anders gelenkt wird. Ne? Er lenkt ja über die Kette. Das heißt, eine Kette bleibt stehen und der andere lenkt. Das ist vielleicht ganz anders. Schauen wir mal. So, da haben wir die Ecke, ist fertig. Aber man sieht, dass da düngermäßig anders gemacht wurde. Habe ich die Forschung mitgemacht, oder? Das wäre nicht schlecht. Ein bisschen nachdünken wir. Gar nicht mal so unbedingt notwendig. Das ist nur schön zu sehen, Wachstum einer Stufe. Gedüngt, ja. Gut dafür Kalk. Aber das ist egal. Und die Ecke ist doppelt gekalkt. Schon gedüngt. Da ist er auch schon vorbei. Sehr gut gedüngt. Ja, es klappt, es geht auf. So. Fahr runter und den Dreh anschalten. Nochmal Gras. Habe ich noch mühsam Gras eingesehen. Modus anders von weich auf scharf und schon hast du eine andere Deckenarbeit. Ist aber okay. Brauche ich weniger nacharbeiten. Hier war sowieso kein Gras gewesen. Aus.
X auf Temperatur. Jetzt können wir das ein bisschen beschleunigen. Oben die Zeit müssen auf. Ein bisschen vorankommen. Die ganze Tage. Hintere Teile hierbei. Scheiße. Kann ich drinnen im Radius? Ah. Aber darf auch nicht auf den Teil drauf sein, dann sieht's aus weg. So. Mal ganz kurz voll tanken. Tank ist auch, oh, die Tank ist etwas leer. Auch nicht schlecht. So. Genau. Ich nicht. Ja, Befüllung nicht erbrechen. Machen wir voll. So, haben wir es. Hier auf der Wiese. Wir werden also so einen Parkplatz schaffen. Und die großen Geräte. Und in der Garage reinfahren. Die Lok fliegt gerade auch schön, ne? Aber die hat nur. So, schauen wir unser Giftfuzzi. Da sieht man genau da, wo es grün ist, ist Unkraut. Aber schön zu sehen, also guck mal, es klappt. Ich weiß gar nicht, warum ich da an meinen Kurs drin hatte. Wie gesagt, mit 38 ist irgendwo ein Wurm drin. Mit Kalk ist abgehauen. Wenn die Karte nicht größer wäre, dann wäre ja schon in Österreich. Oder in der Schweiz. Oh, Entschuldigung. Ah, kurz strecken. Ah, ah. Ah, ich muss wieder aufstehen, 3:30. Oh. Hoffen wir, dass heute bei Nacht in der Firma die. Ah, die arbeiten ja nicht Nachtschicht, Arbeit, glaube ich, werde jetzt gar nicht mehr. Oder die arbeiten und die machen heute die Türen auf, dass sie durchlüftet. Denn heute am Tag wird da keiner groß lüften, da wird alles zu sein. Das ist Grund der Sicherheit. Dass keine Unbefugten in die Halle gehen. Obwohl er ein Zaun vor ist, naja, wenn ich das will, geht über den Zaun, ne? Kriegt der Portier ja gar nicht mit. Obwohl, ist er überwacht. Kamera überwacht ist auf jeden Fall. Also unbemerkt glaube ich eher nicht, dass einer dort reinkommt. Das ist keine Chance. Da müsste man genau wissen, wo die Kameras sind. Also, na, da brauchen wir noch ein bisschen. Wir schauen mal. Wir bereiten mal den Drescher vor. Da wir näher um 15 Uhr voll loslegen können.
heißt, erstmal X. Geht nicht. Dann machen wir mal hinten abhängen. Hier müssen nur zwei arbeiten. Einer schafft das nicht. Aber wir müssen immer so schauen. Der Lauf. Können wir mal anfangen. Kursberechnung. So, wir wohnen. Das heißt, ja, genau. Zwei auf demselben Kurs. Irreführend, ne? Wieso nicht? Ich muss ein bisschen rechnen. Das gefällt mir sogar so ein bisschen. Jetzt noch mal kurz speichern. Und zwar Ernte. Feld. Na, schreiben wir klein. Feld. 38. Speichern. So. Gehen zum zweiten. Zu den Rupp eingefärbten. Preis aushängen und anhängen wieder vorne. Eins ist, was wir machen müssen, Abfahrer. Der Abfahrer, das gefällt mir so nicht. Da unten kaufe ich das fertig. Schon nicht gesehen, ne? So, Erntefeld. Ah, er ist auf dem zweiten Kurs. Wir müssen den mal aufklappen. Und dessen können wir uns den anderen Kollegen kümmern. Aber die Folge ist zu Ende. So, liebe Freunde der Dampfwirtschaft, das soll es für heute gewesen sein. Würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Sag ich mal danke. Ich weiß, vielleicht nervig. Aber das darf ich nicht vergessen. Dann sage ich mal Tschüss und winke winke. Und ciao ciao. Bis hoffentlich morgen. Ne? Tschüssi.